Hallo meine Lieben, ich bin Ami und heute möchte ich euch meinen neuen Instant Pot vorstellen. Der Instant Pot ist ein elektrischer Schnellkochtopf und er macht das Kochen so viel einfacher. Ihr könnt hier Programme einstellen und das Essen reinmachen, den anschalten. Dann könnt ihr, keine Ahnung, aufräumen, duschen gehen, was auch immer. Und wenn der Pot fertig ist, dann piept er kurz und dann könnt ihr ihn ausschalten und das Essen ist fertig. Geht sehr einfach und schnell. Und da er mit Druck kocht, ist das Essen sehr viel schneller fertig, als das normalerweise im normalen Kochtopf der Fall wäre. Und außerdem durch diesen Druck kann der Topf niedrigere Temperaturen verwenden beim Kochen und damit werden auch mehr Vitamine erhalten. Ist damit also gesünder als normales Kochen. Wenn ihr den Topf bekommt, dann gibt es Zubehör, was mitgeliefert wird. Das ist einmal so ein kleiner Messbecher, den nutze ich immer, wenn ich Reis koche, weil ihr genau messen könnt, ein Cup Reis ist ungefähr auch die Portion für einen Erwachsenen. Und ihr kriegt ein Rezeptbuch mitgeliefert, da steht dann drin, wie viel Wasser ihr zu dem Reis dazugeben müsst. Ist meistens 1:1 bei den meisten Reissorten wie Basmati-Reis oder Jasmin-Reis. Außerdem kriegt ihr hier auch zwei so Schöpfquellen dazu für den Reis. Ist eigentlich auch ganz praktisch, weil man damit den Topf innen drin nicht zerkratzt. Und als letztes bekommt ihr noch so ein Gitter mitgeliefert. Das ist für die Steam-Funktion, also die Dampfgar-Funktion. Und den könnt ihr in den Topf einlegen, das Gemüse oder Kartoffeln oben drauf tun. Und damit wird das Essen dann dampfgegart. Eine Sache habe ich noch vergessen zu erzählen, und zwar dieses mitgelieferte Gitter verwende ich eigentlich nur, wenn ich Kartoffeln koche, weil Kartoffeln sehr, sehr groß sind. Aber wenn ihr zum Beispiel Gemüse klein schneidet, Zucchini, Aubergine, was auch immer, dann habt ihr das Problem, dass es durchfällt. Erstens hier durch diese Gitter und der Ring schließt auch nicht komplett mit dem Topf ab. Der Topf ist ein bisschen größer und auch an der Seite fällt das Gemüse dann einfach durch. Bei Kartoffeln ist es eben kein Problem, weil die groß genug sind. Aber bei klein geschnittenem Gemüse verwende ich deswegen diesen Einsatz von IKEA. Kostet, glaube ich, 2 Euro. Auf jeden Fall sehr günstig. Und der breitet sich so auf und passt sich damit der Größe des Topfes an. Schließt also jetzt am Rand perfekt ab. Und die ganzen Löcher da drin sind natürlich sehr, sehr, sehr viel kleiner als bei diesem Gitter hier. Und das Gemüse fällt dann auch nicht mehr durch. Der steht hier so auf 3 Beinen und ihr bekommt dazu ja, diesen Haken, damit ihr den auch wieder aus dem Topf rausheben könnt. Also würde ich euch empfehlen, das gleich mit dazu zu kaufen. Also wenn ihr den Topf öffnet, dann ist innen drin der eigentliche Kochtopf, wo ihr das Essen reingebt, eben zum Beispiel das Gitter oder auch einfach so das Essen, den Reis zum Beispiel. Dann gebt ihr den Topf da rein. Ich mache den jetzt mal eben kurz an. Dann seht ihr hier, erscheint erstmal off. Und wenn ihr jetzt den Deckel drauf macht, dann ertönt auch ein Geräusch. Hier seht ihr genau hier, so rum müsst ihr den Deckel aufsetzen und dann dreht ihr ihn rüber auf diese Position. Das ist ja auch eingezeichnet. Also hört mal auf das Geräusch. So, und ganz wichtig ist jetzt, was ihr nicht vergessen dürft, das Ventil hier oben zurückzudrehen in die Position Ceiling, weil er nur dann Druck aufbauen kann. Wenn ihr jetzt das eingestellt habt und das Essen fertig ist, dann müsst ihr das Ventil wieder nach vorne schieben und dann kann der Dampf abgelassen werden, der Druck entweichen und dann könnt ihr es erst wieder öffnen. Ich erkläre euch jetzt die verschiedenen Programme. Die beiden Programme, die ich eigentlich am häufigsten benutze, ist einmal die Reisfunktion und die Steam-Funktion. Ich klicke einmal auf die Reisfunktion. Dann seht ihr hier jetzt eine 12 und bei der Reisfunktion ist das Spezielle, dass ihr die Minutenzahl nicht ändern könnt. Der Topf weiß eigentlich selbst, wann der Reis dann fertig ist.
Jetzt habt ihr das Signal gehört. Das erscheint, also ertönt nach ein paar Sekunden. Und jetzt steht dort on. Und in dem Moment, wo on steht, baut der Topf Druck auf und die Temperatur fährt hoch. Und wenn er die Temperatur, die Kochtemperatur erreicht hat, dann steht hier nicht mehr on, sondern die Minutenzahl, zum Beispiel 12, die dann runtergezählt wird, 11, 10, 9, bis er eben fertig ist und piept. Und wenn er piept, wisst ihr, dass das Essen fertig ist und ihr könnt den Topf öffnen. Hier unten ist Keep Warm Cancel, damit schaltet ihr ihn aus. Jetzt steht da wieder Off. Bei der Steam-Funktion ist es eigentlich ähnlich. Steam benutze ich immer für entweder Kartoffeln oder für mein Gemüse. Und zum Steam, also zum Dampfgaren. Und wenn ihr jetzt hier drauf drückt, dann leuchtet hier erstmal auch das kleine Lämpchen bei Keep Warm. Keep Warm ist die Funktion, wenn die Minutenzahl runterzählt und das Essen fertig ist, schaltet er automatisch in die Keep Warm Funktion. Das heißt, er hält das Essen so lange warm, bis ihr den Topf ausschaltet. Was eben den Vorteil hat, wenn ihr nicht rechtzeitig hier seid, wenn das Essen fertig ist, dann wird das Essen nicht kalt, sondern weiterhin warm gehalten, bis ihr dann dort seid. Und diese Funktion kann man auch ausschalten, die Keep Warm Funktion, dass er wirklich ausschaltet, wenn das Essen fertig ist. Ich zeige euch das einmal, dann müsst ihr nicht nur einmal auf die Programmfunktion drücken, sondern auch ein zweites Mal, dann erlischt das Lämpchen hier. Und bei der Steam-Funktion könnt ihr jetzt auch die Minutenzahl ändern mit Plus und Minus. Und was noch ganz interessant ist, ist die Timer-Funktion. Jetzt steht da 6 Stunden, die könnt ihr auch mit Plus und Minus ändern. Erstmal die Stundenzahl, zum Beispiel 3 Stunden. Dann drückt ihr nochmal auf Timer. Jetzt könnt ihr im 10-Minuten-Takt die Zeit verändern, zum Beispiel 3,5 Stunden. Und jetzt müsste er gleich piepen und dann läuft erstmal die Timerzeit runter. Und nach 3,5 Stunden fängt der Topf dann erst an, Temperatur aufzubauen, Druck aufzubauen und das Essen zu kochen. Was ganz praktisch ist, wenn ihr zum Beispiel arbeiten seid, könnt ihr morgens den Topf programmieren mit der Timerfunktion und wenn ihr mittags nach Hause kommt, ist das Essen fertig. Und eine letzte Funktion, die ich auch noch sehr gerne verwende, ist die Sauté-Funktion. Das ist eigentlich ganz normales Braten. Die Minutenzahl hat erstmal keine Bedeutung. Ich verwende das immer mit einem offenen Deckel. Das ist eine der wenigen Funktionen, die auch mit einem offenen Deckel funktioniert. Und dann könnt ihr in dem Topf zum Beispiel erstmal eure Zwiebeln anbraten und hinterher eine andere Funktion wählen, wenn ihr zum Beispiel eine Suppe draus macht, die Suppe reingeben und dann auf Suppe drücken. Also Soup steht hier alles auf Englisch. Und dann habt ihr aber den Vorteil, dass ihr vorher in dem Topf auch schon eure Zwiebeln mit anbraten könnt und keine extra Bratpfanne verwenden müsst. Also, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Und wenn ja, dann drückt auf Gefällt mir und vergesst nicht, mich zu abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!